Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Animal Crossing New Horizons. Wir haben den ersten Tag eigentlich hier rum. Was kann ich da? Okay, da kann ich Sachen ziehen. Na, reden wir noch mit den Leuten, bevor wir ins Bett gehen. Eine Lagerfeuerparty auf der einsamen Insel. Nicht schlecht, Herr Specht. Maki Maki. Na, genießt du das Lagerfeuer? Sprich, am Lagerfeuer bleiben lange im Gedächtnis, Gra. Ich kann es nicht schieben. Na gut, ich gehe auch ins Bett. Tom Nook braucht mich noch. Ich sehe. Boah, was ist jetzt so wieder los? Nein, nimm den Stein. Danke. Nimm den großen Stein. Oh Mann. Ich würde jetzt am liebsten alles einsammeln, ey. Das ist schlimm. Ah, ihr seid zu breit. Also, Nuki, was geht? Oh, Sensoras, ich hoffe, du vergnügst dich. Wenn du ein wenig Ruhe brauchst, leg dich ruhig in ein Zeltchen aufs Ohr. Wir bleiben hier und sorgen dafür, dass das Feuer für heute schön weiterbrennt. Hinlegen klingt gut. Wunderbar. Aber warte, ich habe da noch was Kleines für dich. Was ist denn das? Ein Blatt? Dein eigenes Feldbett. Stell es in deinem Zelt auf, damit du nicht auf dem Boden schlafen musst. Ach, und ein paar Kisten warten dort auch auf dich. Vielleicht kannst du ja mit den Inhalten was anfangen. Kisten zu öffnen und die Sachen drin zu verwenden, drücke einfach A. Und wenn du dich aufs Ohr legen willst, beweg dich mit L den Stick auf dein Bett. Morgen ist ein großer Tag für dich, der Anfang deines Insellebens. Also ruh dich gut aus, hm? Aber jetzt habe ich dir genug erzählt. Zeit für die Haie. Schlaf gut, Sensoras. Hallo? Ich will die Scheiße da haben. Gib mir das. Okay, vielleicht ist es in meinem Lager. In meinem Zelt. Gib mir den Käse. Ich will alles haben. Ja, so groß bist du auch nicht, dass du dich ducken musst, wenn du in dein Zelt gehst. Ah, die Kisten sind hier schon drin. Oh, ein Radio. Warte mal. So, warte mal. Eine Laterne. So. Feldbett platzieren. Nein, ich kann nicht außen rumlaufen. So. Nur so. Ja, ich will das an die Wand schieben. Ich brauche einen Tisch. Ein Schläfchen halten. Aber sicher doch. Ich bin so müde. Ja, du hast doch die ganze Arbeit machen dürfen. Oder wir haben auch die ganze Arbeit machen dürfen. Okay. Du hast dich also dazu entschlossen, umzuziehen. Willst der Welt deinen Stempel aufdrücken? So muss das laufen. Gib im Leben viel zu vielen Leuten, die dir was vorschreiben wollen. Aber wenn juckt, du gehst deinen eigenen Weg. Einfach so leben, wie man es selbst für richtig hält. Da tun sich neue Horizonte auf. Aber merk dir eins, niemand kommt auf Dauer ganz alleine über die Runden. Wenn es da draußen hart auf hart kommt, dann wirst du glücklich sein, ein paar Mitstreiter an deiner Seite zu haben. Aber du bist sicher nicht hier, um einen alten Hund beim Jaulen zuzuhören. So langsam wird's Zeit für dich, die Äuglein aufzutun. Oh, aber schreib dir die Sache mit den Mitstreitern hinter die Ohren. Du wirst mehr Spaß auf deiner Insel haben, wenn du ein paar Gleichgesinnte dort einlädst. Ein Neuanfang auf einer einsamen Insel zusammen mit deinen besten Freunden? Klingt doch gut, oder? Sobald du aufwachst, lebst du synchron mit der echten Zeit. Dann mal viel Spaß, das wär's von mir. Man sieht sich, ja?
Warte, dann ist er bei mir immer abends, wenn ich aufnehme. Ist ja voll doof. Was ist das? Bist du wach? Ich hoffe, ich habe dich nicht aus dem Schlaf geschreckt. Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Ja, ja. Ich warte hier, bis du soweit bist. Ich habe eh nichts zu tun hier drin. Es ist dunkel draußen, ne? Es ist bei mir gerade 21.52 Uhr. Ja, da bist du ja. Ich hoffe, du hattest gerne ein geruhsames Nickerchen. Obwohl, eigentlich war es etwas mehr als nur ein Nickerchen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Das war auch nötig. Haha, ach, es ist ganz normal, nach so einer Umstellung im Leben etwas erschöpft zu sein. Apropos, ich habe noch ein paar Dinge, die dir beim Eingewöhnen in unser kleines Paradies von Nutzen sein sollten. Zuerst einmal brauchst du das hier, Dein ganz persönliches Nook-Phone. Ich habe es speziell für Bewohner der Insel entwickeln lassen. Warte mal, nicht so hastig. Nimm es doch bitte noch einmal in die Hand und schalte es ein, Willkommen. Perfekt, dann ist es also eingeschaltet. So, jetzt kannst du es gerne verstauen. Eine Frage ist uns voraus. Hast du schon einmal ein Smartphone benutzt? Aber sicher. Sehr gut, dann sollte das ja ein Kinderspiel für dich sein. Und Nook-Phones sind sogar noch ein Stück einfacher zu bedienen als andere Smartphones. Oh ja, wir haben einfach die meisten Funktionen entfernt. Hoho. Oh, eine Sache noch. Hier ist deine Rechnung. Das ist alles aufgeführt. Flugticket, Unterkunft, Nebenkosten, Steuern. Und natürlich dein Nook-Phone. Ja, ja. Damit kommen wir summa summarum auf bescheidene 49.800 Sternis. Was sind Sternis? Ah, wirklich ein köstlicher Scherz, Soras. Wie, das ist dein Ernst? Aber natürlich, wie konnte ich das nur übersehen? Also Sternis sind eine Währung, die du hier gegen Waren und Dienstleistungen tauschen kannst. Und bleibt immer noch das Problem, dass du keine hast. Ach, stimmt ja. Aber kein Anlass zur Sorge, nein, nein. Für diesen Fall bin ich natürlich vorbereitet. Du kannst deine Reife für die Inselpaket auch mit Meilen abbezahlen. Ich präsentiere mir hiermit eine brandneue, überaus praktische Service, Nooks Meilenprogramm. Was ist das? Nun, es ist wirklich eine formidable Idee, wenn ich das so sagen darf. Mit Nooks Meilenprogramm verdient man Meilen, indem man hier auf Green Garden einfach nur lebt. Ich würde sogar sagen, dass man umso mehr Meilen verdient, je mehr man das Leben auf der Insel genießt. Und mit Hilfe dieser Meilen zahlt man dann seine Umzugsgebühren und ist noch längst nicht alles. Müsstest du deine Rechnung mit Bargeld begleichen, wäre 49.800 Sterne nichts fällig. Aber da du stattdessen diesen wunderbaren Service nutzt, sind es nur läppische 5.000 Meilen. Ich werde dich dann mal für das Programm anmelden, damit du ab sofort in Meilen bezahlen kannst. Weitere Details findest du auf meinem Nook-Phone. Auf deinem Nook-Phone. Starte dazu einfach die Nook-Meilen-App. Du wirst sehen, dass du schon für die Reise zur Insel und den Beitritt zum Programm Meilen verdient hast. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Aber lass dich noch einmal zu deiner Ankunft beglückwünschen. Es freut mich, dich als Kunden von Nook Inc. und Bewohner von Green Garden zu begrüßen. Alles klar. Jediger Mistkerl. Mein neues Leben hat begonnen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Juhu. Ab jetzt vergeht die Zeit hier auf der Insel synchron mit der echten Welt. Berühre nicht Powerknopf, wenn du rechts oben das automatisch speichern erscheint. Wenn du aufhören möchtest, kannst du auch Minus drücken und Spiel speichern und beenden. Problem ist, ich spiele halt oft abends, ne? Warte mal, nur mal kurz mal schauen. Systemeinstellungen. Datenverwaltung, Nutzer, Design, Mitteilung. Kann ich das eigentlich einstellen? Konsole. Datum, Uhrzeit. Aus. Ey, warum ist denn tagsüber? Warte mal, kann ich jetzt einfach speichern? Was möchtest du tun? Speichern und beenden. Speichervorgang berührt nicht den Powerknopf. Speichervorgang abgeschlossen. Bis bald. Ein bisschen bescheißen müssen wir, sonst ist die Zeit scheiße.
Weil ich spiele halt echt viel abends. Ab so 17 Uhr, 18 Uhr. Animal Crossing. Und da wird mir halt eigentlich fast nur nachts spielen. So. Jetzt aber. Nintendo. Lieber Sensora, alles Gute zu deinem Umzug. Wir hoffen, dass dir das Inselleben gefällt. Um diesen Neuanfang zu feiern, haben wir ein Geschenk für dich, das dir sicher helfen wird. In die Tasche. Okay, was habe ich bekommen? Auspacken. Behelfswerkbank. Ist das eine Anleitung fürs Basteln? Wie soll man sich das denn merken? Hä? Hey Nookboy, was geht? Nanu Sensoras, schön dich zu sehen. Hat Spaß gemacht, das Lagerfeuer, stimmt's? Wir arbeiten nachts im Service-Sender, also komm einfach vorbei, falls mal irgendwas anliegt. Im Moment vertrete ich mir ein bisschen die Beine und schau, dass es auch allen hier gut geht. Wenn du mal Ideen brauchst, was du so anstellen könntest, sag mir einfach Bescheid. Wie die alle auch in dem verdammten Zelt hocken. Ja, aber wie kann ich jetzt das lernen? Ah, Sensoras. Willkommen, willkommen. Na, hier ist es doch ganz kuschelig, nicht? Kuschelig, hm? Nicht komfortabel, aber schon kuschelig. Ja. Lass es mich wissen, wenn du einen Rat zum Inselleben oder irgendwas anderes brauchst. Wenn du Tipps brauchst, was du auf der Insel so alles benötigst, solltest du mit Nap reden. Er kann dir dabei helfen, an die nötigen Grundausstattungen zu kommen. Und falls du Sternis brauchst, er hat eine recht großzügige Einkaufspolitik. Soll heißen, er kauft fast alles. Nicht unbedingt die gewiefteste Businessmethode, aber definitiv großzügig. Ja. Oh, eine wichtige Sache noch. Wir bieten eine gratis Einführung ins Basteln an, eine sehr nützliche Fähigkeit. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Oh, hallihallo. Du bist ja wirklich einer von den ganz schnellen Truppe, jawohl. Hier laufen zwar noch die Vorbereitungen, aber eine Handvoll Kleinigkeiten bieten wir schon an. Da wir ja kaum Lagerplatz haben und so, gibt es eigentlich auch täglich neue Sachen bei uns. Du hast bestimmt allerhand zu tun, aber schau doch mal, was es gibt. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Spitze. Camping-Kochkessel, Karton. Alles klar soweit. Wir verkaufen hier nicht nur blablabla. Saubere Insel, was toll ist für alle ist. Dort haben wir auch ein paar Sternis für Unkraut oder Abfälle, die du in der Gegend aufsammelst. Wenn du nicht sicher bist, ob dir etwas Bestimmtes ankaufen, frage, kostet nichts. Ah, wie ich sehe, hast du meine Werkbank fürs Basteln entdeckt. Ja, die Einführung ins Basteln. Jeder Teilnehmer darf das selbst hergestellte Werkzeug behalten und erhält ein Set von Anleitungen. Äußerst nützlich für das Leben auf der Insel. Soll ich für dich den nächsten freien Kurs anmelden? Aber mit Vergnügen. Ja, so gefällt mir das. Ich habe gerade Zeit, also könnten wir gleich loslegen. Willkommen bei meiner kleinen Einführung ins Basteln. Im Grunde ist es sehr einfach, wie du gleich selbst sehen wirst. Du brauchst lediglich eine Anleitung, die nötigen Materialien und eine Werkbank wie diese hier. Heute bauen wir uns mit ganz gewöhnlichen Materialien eine Angel. Für eine Angel brauchst du nur 5 Äste, sie wird aber etwas filigran sein. Finde die nötigen Materialien und komm dann wieder zu mir. Ich habe 5 Äste, los geht's. Ah, Sensoras, du hast ja die nötigen Materialien gefunden, hm? Also dann, bauen wir uns eine Angel. Ja. Wähle zum Anfang eines Projekts an der Werkbank aus, versuch's mal. Zack, herstellen. Ja. Alter, das ist eine Angel, du musst nur die 5 Stöcke verbinden. Die Wackelangel ist fertig. Wie hat er denn jetzt aus diesen Ästen den Stahlkasten gemacht? Genau, perfekt. Wie du siehst, ist Basteln ganz einfach, solange du deine Anleitung hast. Und das war auch schon die Einführung ins Basteln. Oh, eine Sache noch. Hier sind noch ein paar einfache Anleitungen. Kostenlos natürlich. Ich schicke sie dir einfach auf deinen Nook-Form. Kannst du es bitte kurz rausholen? Bastelanleitungen. Ausgezeichnet. Die App Bastelanleitung ist nun auf deinem Nook-Phone installiert. Und die Wackelangel, die du gerade gebastelt hast, darfst du auch behalten. Die sollen dir gute Dienste leisten. Eine Weile lang zumindest. Eine kleine Weile. Wo wir von Angeln sprechen. Ich bin kein Meisterangler, aber einen Tipp kann ich dir geben. Meiner Erfahrung nach solltest du beim Auswerfen der Leine vor den Schatten eines Fisches zielen. Ja. Wenn du etwas fängst, würde ich es gerne sehen. Die örtliche Fauna interessiert mich sehr. Bling!
Jetzt wird erstmal gebastelt. Erlernen. Ich weiß jetzt, wie man eine Behelfswerkbank herstellt. Nein, nicht einsammeln. Warte mal, wie konnte ich das Lookphone aufmachen? Nein. Plus war es, oder? Ne, Plus war die Karte. Ach, da oben steht's doch. Bastelanleitungen. Ja, schließen war's schon. Lagerfeuer. Wow, ich brauche Hartholz. Keschler. Eisenerz. Wollt ihr mich fertig machen? Ich brauche 3 Äste für ein Lagerfeuer. Also brauchen wir 5, 6, 7, 8 Äste. Wir brauchen Eisenerz. Wie kriege ich ihn besser? Nein, falscher Knopf. Okay, wir brauchen eine Axt. Ich glaube, wir haben nicht genug Äste auf der Insel. Oh Mann, wir haben wirklich nicht genug Äste. Ich sehe schon, wir müssen Fisch fangen. Ausrüsten. Ah, jetzt hat er's. Ah, nein. Verdammt. Ich sehe irgendwie nichts. Oh, der Fisch ist weg. Ich glaube, ich habe genau den Fisch getroffen. Einflussbarsch, bist du leicht beeinflussbarsch? Wow. WTF. Beeinflussbarsch. Oh ja, her mit dem Stein, meiner. Fangen wir noch einen zweiten und dann... Mal überlegen. Wie schaffe ich es beim Fischen super tough rüberzukommen? Du sollst die verdammten Fische angeln, nicht cool sein. Das für die Aussage. Wie viele Äste haben wir? 2. Wir bräuchten 5 für ein Lagerfeuer, ne? Was ist das da? Da war doch was. Okay, wir brauchen eine Schaufel, da kommt irgendwie Wasser aus dem Boden. Ich brauche mehr Fische. Da ist noch einer. Oh. Ich merke schon, ich sollte nicht hinrennen. Oh, warte, das ist schon wieder zu mir geschwommen. Nein, das war falsch. So. Na? Sehr gut. Was haben wir hier? Ja, ein Baschmerle. Das Leben im Bach ist beschmerlich. Ja, es wird wirklich zu jedem Ding irgendein Wortwitz gemacht, habe ich mitbekommen. Was erzählst du mir? Jo, Sensora, die Stelle, die du für mich ausgesucht hast, ist einfach perfekt. Danke. Wir sollten uns weiterhin gegenseitig unterstützen. Mit einem Freund ist alles einfacher. Gra. Ach ja, ich habe hier was für dich. Als Dank für deine Hilfe mit dem Zelt, Gra. Diese Tulpenhut ist perfekt für den Green Garden. Probier ihn an, indem du X drückst, um deine Tasche zu öffnen. Drücke dann A, um ihn auszuwählen. Wähle dann Tragen. Du kannst ihn jederzeit wieder loswerden, falls er beim Trainieren stört. So, Tragen. Nuckmeilen.
Nuckmeilen. Du kannst dich für Nuckmeilen-Programm angemeldet. Du kannst durch die Teilnahme bla bla bla. Danach kannst du sie im Nuck-Portal im Service und dagegen exklusive Vorteile und Produkte tauschen. Ins Leben voll aus, hol dir die Nuckmeilen. Meilen erhalten. Green Garden in Sicht. 500. Anglermeister. 10 Fische. Soziales Tier. Nook Inc. begrüßt es, wenn die Bewohner sich möglichst viel begrüßen. Am besten solltest du jeden Tag alle deine Nachbarn zumindest einmal kurz Hallo gesagt haben. Noch Mauerblümchen. Selbst ist Marke Eigenbau. Wenn du viele Werkzeuge mit Basteln herstellst, bekommst du Meilen obendrauf. Nuckmeilen für die Bastelanleitung, die du erhältst. So zahlt sich selbstgemachtes doppelt aus. Insektenjäger, 10 Insekten. 10 mal grüßen. 10 Fische. Green Garden in Sicht. Meistergärtner. Bist du schöner als uns, deshalb verleihe ich dir diesen Blumenpflanzer die begehrte Nuckmeil. Ah, man muss 10 Blumen pflanzen. Profipflücker. Muschelmeister. Muscheln verkaufen, Anlegestelle. Ohne dass die einer entwischt. Okay. Vermöbelt. Grundlage eines schönen Zuhauses sind Möbel. Umgib dich mit möglichst viel, dass sie dem Alltag Freude macht. Und erhalte obendrein einmal einen Bonus dafür. Okay, weil ich nur 3 Möbel habe, ich muss 10 haben. Ja, die Kamera ist mir egal. Achso, ein Bild schießen. Ja, okay, das können wir dann gleich machen. Passt schon. Den Pass kannst du jetzt selbst anpassen. Wer seine Ausweisdokumente so auf den neuesten Stand hält, wird mit den begehrten Nuckmalen belohnt. Was für ein Bett. Ey, Brett. Der erste Eintrag auf dem schwarzen Brett muss belohnt werden. Mit Meilen natürlich, denn der Schlüssel zu einer erfolgreichen Gemeinschaft ist Kommunikation. Landschaftsgestaltung. Du weißt, dass du Möbel im Freien aufstellen kannst. Okay. Erstes eigene Design. Möbeldesign. Karte, Designs, Kamera. Da fliegt ein Geschenk. Hallo, ich will das Geschenk haben. Kann ich Steine werfen? Nein, mein Geschenk. Verdammt. Schwarzes Brett auf diesem schwarzen Brett. Bewohner der Insel. Besucher sind herzlich eingeladen, das schwarze Brett zu nutzen. Ah, das Geschenk fliegt weg. Da oben ist ein Ast. Okay, was machen wir denn zuerst? Ich finde den Hut voll komisch. Ah, wir haben jetzt schon wieder 23 Minuten weggehauen dafür, damit. Eieiei. Das Spiel ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ah, sind Soras. Hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Hab ein Lebewesen. Wunderbar, dann wollen wir einmal sehen, in Ordnung? Flussbarsch. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um einen Flussbarsch. Wenn diese Insel so etwas wie ein Flussbarsch beherbergt, wer weiß, was wir da noch alles hier finden werden. Ich habe eine Idee, Sensoras. Ein alter Freund von mir leitet ein Museum. Ich würde ihn gerne mal einen Blick drauf werfen lassen. Wärst du damit einverstanden? Hm? Okay. Vielen Dank. Ich werde mich gut um deinen Flussbarsch kümmern. Oh, bevor ich es vergesse. Ganz unabhängig von deiner großzügigen Stiftung möchte ich dir eine neue App vorstellen. Jetzt schon wieder. Faunapedie. Achso, was ich alles für Viecher kriege. Sie heißt Faunapedie. Eine übersprudelnde Wissensquelle für angehende Naturforscher wie dich. Mit Hilfe dieser App erfährst du Details über alle Insekten und Fische, die du fängst. Ja, ja. Ich bin sicher, du wirst schon bald unzählige Einträge darin haben. Vielleicht habe ich dann auch eine kleine Belohnung für dich. Der macht das jedes Mal, wenn ich rausgehe, ne? Okay. Was machen wir jetzt? Fische fangen. Das können wir ja scheinbar gerade nicht machen.
Oh, sehr gut getroffen. Noch ein Barsch. Habe ich meinen Barsch wieder bekommen. Warte mal, da ist noch ein Fisch. Hopp, greift es an. Du willst es doch auch. Ah, ich kann die Kameraperspektive so wechseln. Ja, ein Bitterling. Bitte sei nicht verbittert. Wow, Alter. Diese Witze, ey.